So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, von allen sozialen Netzwerken. Hier ist wieder eure Transi Julia, eure spirituelle Anarchistin. Und heute mal möchte ich mal ein Video machen über Schminke. Ich habe mir heute mal geschminkt. Es ist zwar jetzt nicht so wichtig, also Aussehen ist für mich nicht wichtig, aber es macht halt doch mal Spaß. Ich wollte auch mal die Bartschwärze einfach mal wegkriegen, also einfach mal überdecken, ja, weil. Das sieht auch nicht so weiblich aus, wenn man so, wenn man den Bart sieht. Ich wollte ja auch mal, oder das heißt, was ich wollte, ich möchte auch den Bart ablasern. Dazu fehlt mir aber jetzt momentan das Geld, aber das wird halt noch kommen. Ja, deswegen habe ich das einfach überdeckt. Ja. Ja, dass ich jetzt in die Transverwandlung gehe, war vielleicht auch für viele Leute ein Schock. Also man sieht es ja hier nur mit Bart hier, so sah ich früher aus, so kannte man mich als, ja, wie man gesagt, Karl Marx, Che Guevara, ja, es war halt für manche ja, ein bisschen ein Schock, aber gut, so ist es halt. Ja, das Leben ändert sich, man wandelt sich und ja, man geht immer neue Wege und ich kann da nur mein Bewusstsein erweitern, ja. Ja, jetzt habe ich halt, ja, ich habe mich gestern schon geschminkt und bin dann, ich habe mir in der Nacht auch nicht abgeschminkt, ich bin mit der Geschminke ins Bett, habe dann pennt und es geht auch, ist ja kein Problem und ich muss jetzt halt heute Morgen halt nochmal ein bisschen nachschminken und das sieht man, ja, sieht jetzt schon wesentlich weiblicher aus. Ja, ich kann noch mal zeigen, jetzt mal vollen Haaren, also das sind jetzt, ja, so sieht es jetzt halt dann aus mit offenen Haaren. So. Ja, sind jetzt so ein bisschen feucht. Okay. Ein bisschen, ja, man sieht gleich ein bisschen Geheimratsecken habe ich schon. Ja, die muss man halt ein bisschen verdecken, aber. Okay. Ja. Ja, so sieht es halt aus mit volle Haare, also mit offenen Haaren. Ja, was habe ich gemacht? Also, ich habe mir günstig beim Müller ein paar Sachen gekauft, ein paar so Schminksachen. Und das ist also einmal, Moment, wo haben wir es denn? Die Grundierung hier, Art Deco, sieht man vielleicht. Na, also das ist ganz günstige Abdeckmittel. Das habe ich mir erst drauftragen und zwar mit dieser so einer so ein Bürstchen da einfach so auftragen, da wo der Bart ist schon so und habe dann mit den Fingern dann noch das übers ganze Gesicht. Und da war es dann so, dass ich gestern da auch, also dass auch die Augenbrauen abdeckt war. Das heißt, dass ich, meine Augenbrauen sind dann plötzlich verschwunden. Das war dann ein bisschen blöd. Da habe ich das dann an die Augenbrauen ein bisschen abputzen müssen. Also man muss da wirklich um die Augen und auch um die Augenbrauen rum. Ja, um die Augen, also im Lidschatten, man nimmt ihr dann eh den Lidschatten dann nachher und trägt das auf. Ja. Okay, dann habe ich das eigentliche Make-up genommen. Das hier. Auch günstiges Make-up beim Müller, ja. Also, was ist von der Marke Essence? Ja, hab das einfach drüber getan, über die auch nochmal drauf. Das ganze Gesicht verteilt. Und ja, wie ging es weiter? Dann habe ich Lidschatten genommen. Ja. Hab das mit dem Finger drauf tragen, die Lidschatten. Allerdings ist der, hat der jetzt ein bisschen einen kleinen Nachteil, dadurch, dass es ein hellen, also ein weißer Lidschatten ist, ist es also, wirkt es jetzt schon ein bisschen alt. Also, oder halt, mein Gott, was heißt alt? Ich komme dann ein bisschen älter rüber. Also ich werde da gucken, dass ich dann auch zukünftig auf einen dunkleren Lidschatten zurückgreife. Ja. Dann habe ich Wangenrouge genommen. Das hier. So sieht es dann aus. Ja. Ebenfalls, also das ist alles vom Müller gekauft. Da habe ich dann den Schwamm genommen, weil ich habe keinen Pinsel. Normalerweise macht man das mit dem Pinsel. Aber ich habe dann hier ein bisschen was drauf getan und habe das dann schon schön verteilt ein bisschen so. Ja.
Und dann auch bin ich dann auch ein bisschen so mit dem Finger noch ein bisschen so, dass es, also dass es ein schöner fließender Übergang gibt. Oh, jetzt kommt jemand. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall, das habe ich gemacht. Natürlich dann Lippenstift. Da habe ich einfach einen ganz günstigen Lippenstift einfach bei eBay genommen. Also, ja, das hier. Nagellack habe ich noch vergessen. Ja, habe ich auch noch. Auch ganz günstig bei Müller, ich glaube für 1 Euro oder was es kostet hat. Also bei Müller muss man echt sagen, kann man echt günstige Schminke einkaufen. Das ist also echt in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann man echt nicht sagen. Und man findet auch alles, was man so braucht. Auch Special-Sachen und so. Und also ist hellauf begeistert. Ja, und dann habe ich noch zum Schluss noch Lidschatten. Den habe ich ja, Mascara. Das ist also quasi. Lidschatten, den habe ich bei eBay, glaube auch für 1 Euro oder was gekauft. So, das habe ich so nach und nach gekauft und ja. Und ja, das ist, ich habe jetzt halt heute mal gesagt, okay, jetzt schminke ich mir mal richtig, auch dass einmal dieser Bartschatten verschwindet. Das ist halt ein bisschen ein Problem. Ansonsten bin ich jetzt nicht so der Schminktyp. Also, ich schminke meistens, mache ich immer nur Lippenstift und Wimperntusche, ja. Und das war es eigentlich schon groß im Großen und Ganzen. Ja, mehr mache ich dann nicht. Man kann dann vielleicht noch Wangenrouge, aber mehr muss eigentlich nicht sein, weil ich möchte ja die so natürlich wie möglich auch rüberkommen. Weil je mehr man sie verkünstelt und je mehr man übertreibt, desto künstlicher und ja, eher abstoßend wirkt das Ganze dann. Und das, ja, das möchte ich nicht. Also, ich möchte meine natürliche Schönheit einfach bewahren. Ja. Ja, okay, das war mal soweit. Über Schminke. Jetzt muss man gerade gucken, ob ich noch was vergessen. Ja, schreibt mal halt, wie euch das gefällt. Also sieht jetzt ja wesentlich weiblicher aus, natürlich, ist klar. Ja. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps oder so, was man noch machen kann oder was zu mir vielleicht noch passen würde. Gerne, schreibt mir gerne unter die Kommentare. Ja. War noch irgendwas? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich es aufhören und wieder was vergesse. Ja, okay. Ah ja, genau. Ohrringe werde ich heute wahrscheinlich noch stechen. Ohrringe auf beiden Seiten. Ja, kommt auch noch. Also ihr seht, da geht die Transverwandlung geht immer weiter und immer intensiver mit der Kleidung und mit allem drum und dran. Also es ist für mich entschieden, dass ich das Geschlecht wechsle. Ich lebe es ja schon danach. Im Internet bin ich ja schon die Julia und alles. Also ist fest. Also ja. Okay. Ja, gut. Jetzt ist ein bisschen von der Beleuchtung her ein bisschen schlecht. Jetzt blendet hier die Sonne. Okay. Würde mal sagen, gebt mein Video, gefällt mir. Teilt das Video. Und dann würde ich sagen, macht es gut und bis bald.